Google war einst eine reine Suchmaschine im Internet. Heute ist Google einer der größten Internetgiganten der Welt, der aus dem digitalen Leben nicht mehr wegzudenken ist. Google hat es geschickt geschafft, sich von seinen Konkurrenten abzuheben, weswegen es quasi keine adäquaten Alternativen gibt. Dies muss primär erst einmal nicht schlecht sein, denn vieles funktioniert einwandfrei. So zum Beispiel Google Maps, die innovative Karten-App, die jedes Handy zu einem Navigationssystem werden lässt. Die Kalenderfunktion ist auch sehr intuitiv, zumal systemübergreifend Inhalte mit anderen geteilt werden können. Die aktuell neueste Google-Innovation ist die Smart-Home-Funktion. So kann man kompatible Geräte zu Hause via Handy kontrollieren und befehligen. Egal, ob das die Stereoanlage, der Fernseher, die Heizung oder Küchengeräte sind. Ja, tatsächlich kann sogar schon der fehlende Kühlschrankinhalt analysiert werden. Das ganze Google-Thema hat natürlich einen hohen Preis: die persönlichen Daten. Standorte, Sehgewohnheiten, Musik, mit wem ich mich umgebe, welche Produkte ich im Alltag nutze, sind nur wenige Beispiele. Google nutzt diese Daten, um mit personalisierter Werbung Geld zu verdienen. Was? Die Schuhe!